sagte sie zu mir, Herr Weimer, Sie können jetzt mit der Vorlesung fortfahren. Der ganze Saal hat natürlich gebrüllt vor Lachen. Und dann war ich völlig konsterniert und sagte, Frau Kommilitonin, wie heißen Sie eigentlich? Und dann sagte sie, mein Name ist Thaler, Silke Thaler. Heute sind wir 33 Jahre verheiratet, Silke und ich. Wir stellen fest, gute CVs führen dazu, dass du reinkommst, aber sie helfen dir nicht, an die Spitze zu kommen. Wenn du in einem hochprofitablen, stark wachsenden Unternehmen arbeitest und bist durchschnittlich gut, ist deine Karriere zweifach wahrscheinlich erfolgreicher, als wenn du sehr gut bist in einem etablierten Unternehmen. Scherz beiseite. Ich darf offiziell keine, es ist verboten, ich darf keine Aktientipps geben. Was macht die Deutsche Börse? Die Deutsche Börse ist ein Technologieunternehmen und kein Finanzunternehmen. Silke, ich werde jetzt unseren Rasen mähen. Ich werde ihn langsam mähen. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber danach treffe ich eine Entscheidung. Und da habe ich beim letzten Steufzer von dem Rasenmäher gesagt, ich gehe jetzt doch zu Goldman Sachs. Liebe Studierende, willkommen zur Veranstaltung CEO Leadership Series. Mein Name ist Cheng Wang Li. Und es ist mir eine unbeschreiblich große Freude, heute den Vorstandsvorsitzenden und CEO der Deutschen Börse bei uns willkommen zu heißen. Die Deutsche Börse ist eine der wichtigsten Börsen der Welt und wohl die bedeutendste Börse Kontinentaleuropas. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit mehr als 11.000 Beschäftigten einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro erzielt und gehört zu den profitabelsten Unternehmen auf der gesamten Welt. Herr Dr. Theodor Weimer ist seit 2018 CEO der Deutschen Börse. Zunächst hat er Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Geografie in Tübingen studiert und im Anschluss an der Universität Bonn promoviert. Dann fing er als Unternehmensberater bei McKinsey an zu arbeiten und wechselte nach einiger Zeit zu Bain, wurde dort Seniorpartner, / Director und Teil des globalen Managementkomitees, bevor er zu Goldman Sachs ins Investmentbanking wechselte. Dort war er zunächst Director und wurde später Partner der Bank. Dann erfolgte erneut ein Wechsel zur Hypo Vereinsbank /UniCredit Bank AG, wo Herr Dr. Weimer nach circa anderthalb Jahren CEO der Bank wurde, bis er dann vor 5 Jahren zum CEO der Deutschen Börse ernannt wurde. Unter den sehr interessanten, spannenden und hochkarätigen Gästen dieser Veranstaltungsreihe nimmt Herr Dr. Weimer einen ganz besonderen Stellenwert ein. Und ich begegne ihm mit einer, ja, wahrscheinlich der größten Portion an Ehrfurcht, wenn nicht gar Furcht, aus zwei Gründen. Erstens ist er wohl der wichtigste Mensch des kapitaleuropäischen, des kontinentaleuropäischen Kapitalmarktes. Und zweitens bin ich selbst auch Besitzer von 1-2 Aktien und möchte natürlich nicht, dass ein unglücklicher Gast uns verlässt und am nächsten Tag passiert irgendwas mit denen. Begrüße daher mit mir ganz herzlich Herrn Dr. Theodor Weimer. Dankeschön. Dankeschön. Lieber Herr Dr. Weimer, herzlich willkommen zu uns auf dem Campus hier in Heilbronn. Wir möchten Sie gerne zunächst als Mensch ein wenig kennenlernen. Können Sie uns vielleicht etwas erzählen zu Ihrer Historie, vielleicht beginnend mit Ihrer Kindheit, Jugend und Schulzeit? Also wenn Sie mich als Mensch kennenlernen wollen, dann müssen Sie wissen, dass im Moment mein Herz etwas höher schlägt. Nicht wegen all dieser Lügen und dieser Nettigkeiten, die er gesagt hat, sondern weil ich hier bin in einer Hochschule und weil es hier einen Raum gibt, der flüchtend nach oben geht. Vor 38 Jahren gab es einen Assistenzprofessor, einen jungen Kerl, damals war er noch ein bisschen leichter als jetzt, und der hat eine Vorlesung gehalten über mathematische Organisationstheorie. Und das war in der Uni Bonn, das war im Kupfersaal, das war relativ groß, waren 400 Leute drin. Natürlich kamen immer alle Studentinnen und Studenten an, wenn ich Vorlesung gehalten habe. Der Professor ließ sich nie blicken und ich hatte schon 10 Minuten gelesen, ja, also vorgetragen. Und ich liebe das, ich kann das auch so einigermaßen. Ja. Und
ich da vorgetragen und dann ging hinten die Tür auf. Und da kam eine Studentin, damals nannte man das noch Kommilitonin, hinten rein, lief zur Mitte, klack, 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 klack und guckte sich um, wo ist denn noch ein freier Platz? Und dann habe ich gesagt, ja, man macht ja Fehler in seinem Leben, Frau Kommilitonin, hier in der Mitte, hier vorne in der Mitte, in der dritten Reihe ist noch ein Platz. Dann klack, 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 geht sie nach vorne. Dann sagt sie zu den Kommilitonen und Kommilitonen, steht doch bitte auf, ich muss jetzt da reingehen. Ist da reingelaufen, hat sich hingesetzt, hat in ihre Tasche ausgepackt. Damals gab es ja noch keine PCs oder iPads, hat sich hingesetzt. Und dann sagte sie zu mir, Herr Weimer, Sie können jetzt mit der Vorlesung fortfahren. Der ganze Saal hat natürlich gebrüllt vor Lachen. Und dann war ich völlig konsterniert und sagte, Frau Kommilitonin, wie heißen Sie eigentlich? Und da sagte sie, mein Name ist Thaler, Silke Thaler. Jetzt bin ich natürlich bekennender Bond-Fan, ja, das müsst ihr über mich wissen, bin ich bekennender Bond-Fan. Und da fand ich das, my name is Bond, James Bond, ist bei mir sofort geklinger. Ja, was will ich sagen? Heute sind wir 33 Jahre verheiratet, Silke und ich. Insofern, mein Herz schlägt höher, ich fühle mich hier wohl. Also das statt einer Kindheitsgeschichte, das, als ich das eben so sah und als Sie hier reingelaufen sind, dachte ich, Jesus Christ, ja, irgendwie not bad. Okay, jetzt kann man anfangen. Was war die Frage? Kindheit. Also man muss wissen, lieber Herr Professor Lee, mir war nie in die Wiege gelegt, dass ich mal Chef einer Börse oder Chef einer Bank werden würde. Die Wahrheit ist, ich bin inzwischen der dienstälteste Vorstandsvorsitzende der Republik, ehrlich gesagt. Ich habe 5,5 Jahre Tenure, also Dienstalter, als Chef der Deutschen Börse und 9 Jahre CEO der HVB. Ich werde nächstes Jahr 65 und insofern ist das ungewöhnlich. Normalerweise ist die Average Tenure irgendwie 4 bis 5 Jahre und dann werden die Vorstandsvorsitzenden rausgekickt. Das war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ganz kleines Dorf, 600 Einwohner. Mein Vater war Bauer und ich war der Erste, der jemals auf der Universität war und der Erste, der jemals einen Doktortitel geholt hatte. Und eigentlich geht die Story wie folgt. Ich war auf der Realschule, musste für die Realschule eine Aufnahmeprüfung machen. Eine Aufnahmeprüfung, weil ich war sehr gut in Rechnen, heute Mathematik, das hat sich auch gehalten, ich bin ziemlich gut in Mathe, aber ich hatte, heute würde man sagen, ich war so ein halber Legastheniker, ich konnte nicht gut schreiben, das habe ich dann auch überwunden irgendwann, aber egal, musste für die Realschule eine Aufnahmeprüfung machen und dann wollte ich mit 15 ja, irgendwas anders machen und bin dann aber, weil ich zu jung war für alles Mögliche, bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, in die Oberstufe. Dazwischen war etwas passiert und das hat mein Leben geprägt. Ich bin in der evangelischen Gemeinde aufgewachsen. Da kam ein neuer Pfarrer. Und dieser neue Pfarrer brachte eine Ehefrau mit, also war ja evangelisch. Und das war so eine Gerda Buddenbrook, ne? Also am helllichten Tag mit weißer Bluse und so, ja, sah toll aus, schwarze Haare. Und die war die Organistin. Und dann hat die zu meinem Großvater, und der war der Bürgermeister von dem Ort, hat die gesagt, ich hätte gerne 2 Jungs, die auf Kosten der Gemeinde das Orgelspiel lernen. Jungs, das war heute, würde es überhaupt nicht mehr gehen, heute werden 2 Mädchen oder ein Junge und ein Mädchen. Damals waren es 2 Jungs. Und hat mein Großvater gesagt, naja, das macht der Wolfgang, das ist der Sohn vom Volkssohn Raiffeisen Banker. Und das andere ist mein Enkel, der Theodor, und weil der spielt nur Fußball. Und dann habe ich, ich wollte gar nicht Orgelspiel lernen, aber ich musste es, weil mein Großvater es gesagt hat, bin ich zu dieser Frau Tobal da hingegangen. Da stand ich da und dann hat die zu uns gesagt, Wolfgang und Theodor, ihr dürft auf Kosten der Gemeinde, dürft ihr das Orgelspiel lernen. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr das auch wirklich ernst nimmt. Die gute Nachricht ist, jeder von euch bekommt einen Schlüssel. Dann haben wir so einen großen Schlüssel bekommen, Seiteneingang der Kirche. Und in so einer Kirche ist wirklich kalt und dunkel und so und braucht keine Angst haben. Ja, aber ich traue euch das zu. Die gute Nachricht ist, es kostet nichts. Die schlechte Nachricht ist, und das war im August,
Am Dezember gibt es den Advent und dann wird immer ein Lied gesungen. Welches denn? Da habe ich gesagt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Sagst du richtig, Theodor? Die schlechte Nachricht ist, nur einer von euch beiden wird es schaffen, durchzuhalten bis zum Advent. Die Wahrheit ist, wir haben es beide geschafft, wir waren die Buben. Ich habe Geld verdient, ich habe viel Geld verdient mit Orgelspiel, ich habe die Zulassung für die Hochschule. Ich wollte professioneller Organist werden. Ich habe jeden Tag, ab diesem Tag, 1,5 Stunden Orgel gespielt. Mein Vater hat ein Klavier gekauft, plus eine Stunde Klavier. Ich bin ein ziemlich guter Jazzpianist. Köln-Konzert, für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, solche Sachen. Und ich habe wahrscheinlich mit 18, als ich dann Abitur, ich war sehr jung mit 18, habe ich Abitur gemacht. Und dann habe ich eine Katastrophe in meiner Familie verursacht, als ich meiner Mutter und meinem Vater gesagt habe, ich werde nicht Organist. Weil alle wollten, dass ich Organist werde und so. Und ich habe kleine Hände, aber zum Orgelspielen, da reicht's. Und und dann habe ich gesagt, ich mache was anderes. Weil, und das ist ganz wichtig für mein Leben, darum erzähle ich die Geschichte so ausführlich, weil ich der Auffassung bin, man muss die Dinge, die man macht, man muss die Dinge machen, die man sehr gut kann, wo man glaubt, man ist sehr gut. Und ich wusste, ich bin ein guter Handwerker, ich bin auch wirklich, die Leute sagen, besser als ein Handwerker am Flügel, aber ich bin dennoch, wäre ich nie einer der großen Künstler geworden. Und da habe ich mich radikal entschieden, was anderes zu machen. Und ich bin der Auffassung, jeder Mensch muss sich häuten, muss sich immer wieder neu erfinden. Und das zieht sich durch mein Leben durch. Jetzt wissen Sie fast alles über mich. Und wie kam es dann sozusagen zum Studium der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Geografie? Das ist dann doch ein bisschen ganz anders als Orgelspiel, genau. Musik. Im Grunde war es so, ich habe dann irgend so einen Test gemacht und hat man mir bescheinigt, dass IQ eigentlich ganz gut ist. Und dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und ich hatte gerade die Entscheidung getroffen, nicht Organist zu werden. Und dann war die Frage, was mache ich? Ja, mein Vater war Bauer, konnte mir nicht helfen. Ja, ich war der Erste. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machst du halt Lehramt. Und da wusste ich, studierst du höheres Lehramt. Und da habe ich Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Geografie mehr oder weniger so nach meinen Fähigkeiten gedacht, naja, ein bisschen Mathe und so. Ich wollte auch mal ein paar Aktien kaufen, solche Sachen. Da bin ich da reingerutscht. Und mir war das immer furchtbar peinlich, Lehrer zu sein. Ich habe einen Abschluss im höheren Lehramt, ja, für diese Fächer. Und ich habe das immer versucht zu überkompensieren und habe deswegen den Doktortitel immer gewollt. Weil nur deswegen weiß keiner, dass ich Wirtschaftsreferendar bin und nicht Diplom habe. Und darum musste ich sozusagen, um diese Schatte auszuwetzen, musste ich irgendwann den Doktortitel machen. Und das Tollste ist, ich habe damals noch Alfred Herrhausen kennengelernt. Wer weiß, wer Alfred Herrhausen ist? Der war früher mal Chef der Deutschen Bank. Und der wollte an der Uni Bonn, wo ich promoviert hatte, wollte der einen Professorentitel und wollte also Honorarprofessor werden. Ich habe den betreut und wir haben beide, also er hat viel von mir gehalten, ich von ihm, er war ja Gott, ja, als Deutsche Bankchef. Und dann hatte mir der Herr Alfred Herrhausen erzählt, ja, dass er wie ich auch Lehrer sei, was bis heute auch kein Mensch weiß. Ja, und so war das. Und da bin ich sozusagen so reingestolpert. Es war nie geplant, dass ich sozusagen bei einer Bank oder bei einer Börse arbeiten würde. Ich fand wie alle gut, irgendwie Auto oder irgendwie Fußball oder irgend sowas. Auf jeden Fall nicht Bank oder Börse. Okay. Rückblickend auf Ihr Studium und Ihre Promotion, hätten Sie etwas anders gemacht? Haben Sie Lessons learned sozusagen für unsere Studierenden hier? Also erstens, Lesson learned ist, ich würde immer wieder studentische Hilfskraft machen. Ich würde immer wieder Assistent machen. Ich habe als Assistent promoviert am Lehrstuhl. Wir haben damals Gutachten geschrieben für den Professor. Also bis zum geht nicht mehr für die BASF, für Bayer, ja, für die Hilti. Also ich habe unglaublich viel. Wir waren Spezialisten für Kartellrecht. Ich bin auch heute, was relevante Märkte angeht, noch ziemlich gut. Ja, aus der Zeit. Wir haben also das würde ich immer wieder machen. Ich würde immer wieder meine Frau heiraten, ja, um das ehrlich zu sagen. Ich würde wahrscheinlich heute natürlich Diplom studieren. Ich würde Diplom machen. Jetzt haben wir ja Master. Ja, aber damals, also heute werde ich mich stärker spezialisiert. Ich habe mich verliebt in die Volkswirtschaftstheorie.
Und im Nachhinein, das war was für Eingeweihte. Wir haben die dreifachen Ableitungen und vierfachen Differentialgleichungen gemacht. Das hat mir nicht so viel geholfen. Deshalb würde ich sagen, heute würde ich wahrscheinlich etwas praxisnäher studieren, einfach weil es mehr bringt. Die Doktorarbeit, ich habe ja noch, wir haben gerade darüber geredet, eine richtige Doktorarbeit geschrieben. Das war im Grunde gut für mein Ego, einen Doktortitel zu haben, aber das muss jeder für sich entscheiden, ob man das nochmal machen würde. Heute würde ich wahrscheinlich eher versuchen, in unterschiedliche Länder zu gehen, um meine Sprachen zu verbessern. Ich bin heute fluently in English, of course, aber Französisch, Spanisch, das kann ich alles nicht. Ja. Und im Grunde würde ich heute sagen, stärker ins Ausland zu gehen, würde ich wahrscheinlich präferieren. Ich würde nach wie vor das machen, was ich immer gemacht habe. Ja, ich würde Internships nicht überbewerten. Das ist anders als alle CEOs zu sagen. Ich glaube, man muss in den Semesterferien, man darf sein Leben nicht so sehr auf gutes CV trimmen. Inzwischen ist es so, ich kriege Bewerbungen ohne Ende und alle Bewerbungen sind irgendwie gut. Und wer glaubt, dass wir alle Praktika durchsortieren, da gibt es Punkte dafür. Am Ende des Tages, das reicht, um reinzukommen. Ja, aber ich war in meinem Leben bestimmt 5 mal 6 Monate in Indien, in Asien, in Südasien, Vietnam und überall. Das hat mich, glaube ich, als Mensch stärker geprägt als noch ein inkrementales Praktikum mehr. Ja, also ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht zu glatt wird mit seinem CV. Weil am Ende des Tages ist auch Persönlichkeitsstruktur, ja, stehe ich für irgendwas, ist auch wichtig. Diese ganzen polierten Leute, die sind hochtalentiert, die kommen aber nicht durch zur Spitze. Wir stellen fest, gute CVs führen dazu, dass du reinkommst, aber sie helfen dir nicht, an die Spitze zu kommen. Um an die Spitze zu kommen, brauchst du andere Fähigkeiten. Da brauchst du Ecken und Kanten und die darfst du dir nicht abgewöhnen. Und wir haben bei McKinsey und bei Bain und bei Goldman Sachs, ich war immer Senior Recruiter, ich habe über 1000 Senior Recruiting Gespräche gemacht in meinem Leben. Über 1000. Und ich mache heute für jede weltweit, wird keiner verdient über 150.000 Euro weltweit und wird auf Level 5 promoted, ohne dass ich die Person vorher rekrutiert habe und assessed habe. Ich mache jeden Monat 12 bis 13 Interviews globally mit unseren jungen Leuten. Ich kenne jede neue Promotion ab 35 bis 38, kenne ich jeden. Mhm. Kenn ich jeden. Das ist meine stärkste Source of Power. Und wir haben bei McKinsey, Bain und Goldman haben wir analysiert, was korreliert mit Erfolg. CV korreliert mit genommen werden, mit Erfolg korreliert stärker in analytischen Berufen korreliert stärker Mathematik und die Abiturnote als die Masternote und die Anzahl der Praktika. Haben wir mathematisch über tausende von Datensätzen uns angeguckt. Es ist übrigens auch etwas, das sage ich all denjenigen, die nicht so viel Geld haben, es gibt eine sehr starke positive Korrelation zwischen Herkunft und Erfolg. Und es ist so, dass in den High Working Environments die Leute mit etwas schwächerem, more modest Background, ja, schaffen es stärker an die Spitze. Sehr spannend, sehr interessant. Sehr interessant. Sie haben bereits McKinsey, Bain und Goldman Sachs erwähnt. Können Sie uns vielleicht so ein bisschen durchführen oder beschreiben, wie Ihr Gedankengang damals war? Warum ging es zuerst nach McKinsey? Was haben Sie dort gemacht? Und wie kam es dann zu einem Schritt zu Bain und Goldman Sachs? Also die Wahrheit ist, ich habe mich in meinem Leben nie beworben. Ja, nie beworben. Deshalb kann ich Ihnen keine Tipps geben. Ich war bei Albach gewesen an der Uni Bonn, hatte promoviert und dann hatte er mir angeboten, ja, eine Professur, eine Habilitation. Und dann hatte ich das auch machen wollen, weil das war ja toll und dann kann der Bub vom Lande, wird ja dann Professor und Professor fand ich auch irgendwie cool, ne, so, ja. Und
wie gesagt, hatte meine Freundin damals, war es ja noch nicht meine Frau, dann noch gehabt von der Uni. Also es war irgendwie toll und die schönste Zeit meines Lebens war die Assistentenzeit, die Studierendenzeit. Die war nicht super. Und dann hat aber McKinsey bei mir angerufen und dann bin ich damals im Jahr 1988 bin ich dann zu McKinsey gegangen im Januar und da waren wir 13 McKinseys im Jahr. 13. Ja, nur dass ihr mal wisst, was die Peergruppe war. Jeder dieser 13 sind auch eine Frau dabei, sind alle in der Wirtschaft, bin überzeugt, kennen sie 10 Namen von. Weiß kein Mensch, aber das ist ein Network, ein First-Class-Network, was ich allein damals begonnen habe. Also bin ich zu McKinsey und wusste gar nicht, was McKinsey ist. Und dann weiß ich noch, der Vater meiner zukünftigen Frau, der hatte früher in Kanada mit McKinsey gearbeitet. Da habe ich gesagt, du, da hat eine Firma angerufen, McKinsey, und ich will ja Professor werden. Da sagte er, junger Mann, wir waren damals so bei Sie. Wenn McKinsey anruft, dann geht man da mal hin. Ja? Also bin ich da hingegangen, habe 5 Interviews gemacht. Beim dritten Interview haben sie, das war legendär, ja, drittes Interview ging so los, kam so ein Schnösel rein, ja, setzte sich mir gegenüber, ich hatte auch einen Anzug an, also don't worry, ich saß da, dann sagte er, Herr Weimer, stellen Sie sich vor, Sie liegen am Beach, stellen Sie sich vor, vom Himmel kommt ein kleiner Fallschirm runtergeflogen, Sie beobachten das und der Fallschirm landet vor Ihren Füßen, Sie liegen ja am Beach, da ist ein kleines Schächtelchen dran. Sie machen das Schächtelchen auf und Sie lesen, da steht drin, das ist die Weltenergieformel. Wer diese Formel hat, kann Energie zu null Kosten produzieren. Ein Perpetuum mobile. Was würden Sie tun? Also, jedenfalls habe ich das durchdekliniert und bin zu dem Ergebnis gekommen. Nach 20 Minuten Redens, er war ganz still, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Entweder wird die Mafia mich killen oder sonst einer. Ja, so ein Typ bin ich halt. Dann hat er gesagt, ich verbuddel das Ding im Sand, drehe mich um und werde auf der anderen Seite weiter braun. Dann sagt er, was? Sie haben sie doch nicht alle. Und dann hat er gesagt, das haben sie einmal gesagt, bin aufgestanden, bin gegangen. Unten an der Tür sind 2 gekommen und gesagt, sie kriegen das Offer und hier haben sie das Offer. Ja, also so war das damals. Heute rate ich Ihnen das nicht. Aber das war eine irre Zeit, ich war bei McKinsey gewesen, da habe ich etwas gelernt, das nennt man heute Peer Pressure. Ich will mich durchsetzen, ja, gegenüber Leuten, von denen ich was halte. Ich habe bei McKinsey, ich habe nie was drauf gegeben, was meine Vorgesetzten mir gesagt haben. Das ist bis heute so. Ich will, dass die Peers, dass ihr, wie ihr sie hier so sitzt, dass sie sich gegenseitig pushen. Peer Pressure ist das wichtigste Element. Und dann war ich ja später, ich bin ja bei FC Bayern im Aufsichtsrat lange gewesen, ja, und da habe ich gemerkt, im Fußball, in der Champions League, ist auch, vergessen Sie Nagelsmann, vergessen Sie Pep Guardiola, was wirklich zählt, ist Peer Pressure. Die Jungs wollen nicht auf der Bank sitzen. Die wollen spielen, weil die Anzahl der Minuten treibt den Marktwert. Ja? Und das hat mich damals bei McKinsey geprägt, Peer Pressure. Ich wollte einfach ein gutes Image haben bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Das war mir wichtiger, als ob ich jetzt einen Bonus kriege. Und das hat mein ganzes Leben getrieben bei McKinsey. Und bei McKinsey habe ich dann eine sehr starke Vernarbung erlebt. Ich war im 6. Jahr, ich war gut unterwegs, kann man glaube ich so sagen, ohne hybrismäßig zu sein. Und dann kam einer meiner Vorgesetzten an und da kriegst du ja ständig Bewertungen da und so. Ich habe das ja nie so ganz ernst genommen und dann hat er gesagt, pass auf, an der und der Ecke, ich war nie da, du hättest mich mehr dazu nehmen sollen. Das sage ich, Eberhard, ja, du warst nie da, ich habe das ganze Ding allein geschwitzt, ich war Senior Engagement Manager, Assistant Associate Principal, ja. What are you telling me? Yeah, what are you telling me? Yeah. Und er sagte, ja, nee, wir wären noch besser gewesen, du warst gut, wir wären noch besser gewesen. Habe ich gesagt, hast du einen Stift? Habe ich die ganze Evaluation durchgestrichen. Er sagte, we'll never accept this bullshit. Da draufgeschrieben. Dann war der völlig irritiert und so. Ich war im Partnerfenster bei McKinsey. Ich war im Partnerfenster und dann kam Third-Party-Evaluator aus den USA an und hat mich da interviewt. Why did you say this? Und bla bla bla. Und da habe ich gesagt, pass auf,
der war nie da, ist nicht mein Problem, ja, it's his problem. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich sage es jetzt lieber auf Deutsch, verzeihen Sie mein French, ich habe dann einfach gesagt, wenn das Arschloch glaubt, der könnte mich cheaten, hat er sich getäuscht. Und er hat, ich gebe es zu, war tough. Und dann hat McKinsey USA, als es zur Wahl anstand, das ist ja ein heiliger Akt, dann haben die gesagt, das ist ein brillanter Bursche, aber der muss jetzt 6 Monate auf die Strafbank. Wir garantieren ihm Partnership in 6 Monaten, aber wir machen ihn jetzt nicht zu Partner wegen non-partner-like behavior. Chiara war zu dem Zeitpunkt irgendwie 6 Monate alt und dann habe ich in dieser Sekunde, nur damit ihr wisst, mit wem es zu tun hat, habe ich gekündigt. Ich habe gekündigt. Und dann bin ich aus Wut zu Bain. Also kaum war gekündigt, hat alle möglichen Leute haben angerufen und wir wollen ihn haben. Dann bin ich zu Bain. Aus Wut. Ja, aus Wut. Und das war im Nachhinein ein bisschen ein Fehler. Man sollte nie aus Wut eine Entscheidung treffen. Ich war bei Bain, das war eine tolle Zeit. Und ich war der 60. Bain in Deutschland. Ich war der 150. McKinsey in Deutschland. Der 60. Bain, der 5. Partner. Ich war der Bestselling Partner. Es war super. Bain war super. Aber im Nachhinein habe ich irgendwie nochmal auf die 7 Jahre McKinsey habe ich nochmal 7 Jahre Bain draufgelegt. Und erst dann hat mich Goldman Sachs angerufen und dann bin ich zu Goldman. Ich hätte 7 Jahre früher zu Goldman gehen sollen, ehrlich gesagt. Also, was another mistake in my life, ja. So, ist halt so. Was haben Sie bei Goldman Sachs dann gemacht? Bei Goldman Sachs habe ich Investment Banking gemacht, also klassisches M&A. Das war ja damals die Zeit noch vor der Finanzmarktkrise. Ich bin 2000, also bei Goldman bin ich ein bisschen stolz, ne, weil Hank Paulson, der ja später dann bei George W. Bush wurde, der ja Finanzminister. Und Hank hat mich cold call mäßig aus Chicago angerufen. Ich war Senior Partner bei Bain, war im Global Management Committee in Boston, habe aber für Deutschland die Verantwortung gehabt. Und da hatte meine Assistentin gesagt, du Theodor, da ist einer da, ein Hank Paulson aus Chicago. Hat wieder so ein Idiot versucht, sie wieder wichtig zu machen. Habe ich angerufen, was bist denn du für ein Typ, ja, um mich anzurufen. Und dann war es tatsächlich Hank. Und dann hatte ich solche Loyalitätsgewissensbisse. Ich hatte 81 Gespräche geführt mit Goldman Sachs, mit 54 unterschiedlichen Goldman Sachs Partnern auf der Welt. Ich habe ein Jahr lang, jedes Wochenende war ich unterwegs. Und nach einem Jahr habe ich dann immer noch nicht gewusst, bleibe ich jetzt bei Bain oder gehe ich zu Goldman? Das war im Jahr 2000. Da war ja dann Krise, dann Dotcom-Blase. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben damals am Starnberger See gelebt, Sigge, ich werde jetzt unseren Rasen mähen. Ich werde ihn langsam mähen. Ich weiß nicht, was rauskommt. Aber danach treffe ich eine Entscheidung. Und da habe ich beim letzten Steufzer von dem Rasenmäher gesagt, ich gehe jetzt doch zu Goldman Sachs. Es war the biggest ever, the most difficult decision I've ever made. Mhm. Ja, und bin dann, ich hatte keine Ahnung von Investment Banking. Investment Banking war damals, das waren die Masters of the Universe, M&A und dergleichen. Das war eine Zeit, also es war unglaublich. Wir hatten Fun, wir haben mit kleinsten Teams, haben wir Riesenbeträge umgesetzt. Ich hatte 70% Marktanteil in Deutschland und Dach für Banken. Es gab mit Ausnahme des IPOs der Postbank, habe ich jeden Deal in Deutschland gemacht, in den 7 Jahren, die wir bei Deutschland waren. Also da war, und wir waren 3-mal so teuer wie der Wettbewerb. Also muss ich schon sagen, das war eine irre Zeit. Und dann bin ich 2007, das steht in keinem Lebenslauf drin, dann haben zwei Reiche, ein reicher Deutscher und ein reicher Schweizer, haben mir dreistellige Millionenzahl gegeben und haben gesagt, mach was aus dem Geld, du kriegst 70% Carry, 70. Und dann habe ich das gemacht, habe eine eigene Firma aufgesetzt, habe 150.000 Euro ausgegeben und dann kam Sergio Amotti, heute Chef der UBS, das ist ein Buddy von mir, der war damals bei UniCredit, hat mich angerufen und gesagt, du gehst bei Goldman weg. Sergio, sagt mir, Theodore, Ted, you need to come over, you need to fly over to Milan. Yeah, I want to work with you. You are my guy for investment banking. Und habe ich, um ihnen Gefallen zu tun, bin ich dann nach Milan geflogen und dann haben die mir ein Offer gegeben und dann wollte ich das Offer rejecten. Aber mein Schwiegerpapa war Vorstandsvorsitzender der Feldmühle AG. Das war Europas größte Papierhersteller.
Und der hat knallhart abends, als ich ihn angerufen habe, wollte ihm begeistert berichten, dass ich jetzt meine eigene Firma aufmache. Dann hat er gesagt, weißt du was, du bist ein toller Typ und ihr seid ja offensichtlich glücklich, aber außer Geld kannst du nichts. Außer Geld kannst du nichts. Das war schon hart, ja. Und dann habe ich eine Nacht nicht geschlafen und dann habe ich gesagt, naja gut, weil er gesagt hat, willst du nicht nochmal irgendwo eine große Firma leiten? Und dann bin ich halt so in die Kredit, wurde dann Chef der Hypervereinsbank. Also eigentlich, weil mein Schwiegervater gesagt hat, außer Geld kannst du nichts. Das ist schon hart. Ich weiß nicht, heute kann ich immer noch nicht außer Geld was, aber egal. Okay. Und als sozusagen CEO, als Chef der Hypovereinsbank, war das Leben wahrscheinlich doch ein bisschen anders als Partner bei Goldman Sachs oder bei Bain. Können Sie uns dazu etwas sagen? Die Wahrheit ist, ich wurde zunächst Global Head of Investment Banking, ja, bei der UniCredit und war irgendwie im Investment Banking-Umfeld durch Goldman Sachs ja sehr erfahren. Hab das easy gemacht. Und dann wurde ich Chef der Hypovereinsbank. Und dann habe ich übrigens auf eine 7-stellige Summe pro Jahr verzichtet, weil der Chef der Hypervereinsbank natürlich wesentlich weniger verdient hat als der Global Head of Investment Banking. Aber ich habe gesagt, egal, ist ja nicht nur Geld. Und dann habe ich angefangen im Jahr 2008, da war ja gerade, ich wurde im April 2008 announced als Chef der Hypervereinsbank zum 01.01.2009, also zwischen Sommer und 01.01.2009 war Lehman-Krise, die größte Finanzkrise ever. Und da hat der damalige Chef der BaFin hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Weimer, Sie sind ja noch nicht Chef, Sie müssen ja wegen des Führerscheins warten bis Januar, aber ich ordne jetzt an, Sie leiten jetzt die Bank. Ja, und dann, ich meine, in der Bank kannten mich irgendwie 60, 70 Leute aus 12.000 oder so. Und dann haben die aber gemerkt, der kann was. Und dann habe ich die Bank geführt und so viel auch die Börse im Grunde wie eine Professional Service Firm. Also wir sind auch im Vorstand, wir sind per Du, junge Leute sitzen mit mir zusammen. I do not care about Hierarchien. Ja? Also du musst einfach heute Unternehmen agil und schnell führen. Und das leben wir vor und das mache ich eben auch. Und darum habe ich nie dieses Spiel gespielt. Ja, du musst immer deinen Vorstandskollegen fragen, wenn du was willst. Ich nehme den Hörer in die Hand und rufe jeden in dieser Börse und auch bei der AVB, jeden auf der Welt an und sage, tell me, what is the issue? What would you think? Yeah? What would you recommend to do? Also und das ist dieses, deshalb, ja, ich erinnere mich noch ganz genau, ich war Chef der Hypervereinsbank und wollte wissen, wie die Zahlen in einem bestimmten Bereich sind. Hab einen Controller kommen lassen, der war ja völlig irritiert, Schweiß auf der Stirn und so. Ja, Dr. Weimer und so. Also ich will jetzt einfach diese Zahl haben, können Sie mir mal zusammenstellen, ich brauche die in einer Stunde und so, ja, wie man das halt so macht. Und dann sagte mein Finanzchef zu mir danach, ja, das machen wir, das handhaben wir hier nicht so, ja, sondern ich bitte darum, ja, damit ich selber mit meiner Position gestärkt werde, du kannst jede Frage stellen, dann werde ich sicherstellen, dass du die Zahlen kriegst und das dauert dann nur eine halbe Stunde länger. Das war mein Finanzchef, damals noch Herr Friedhofen, ich sagte, Rolf, ja, Friedhofen, dass das klar ist. Das machen wir nicht so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen es nach meinem Gusto oder du bist morgen rausgeschmissen. Es ist halt so. Und dann haben wir es halt auch so gemacht, wie das ist. Und seither läuft es auch so überall. Und du kannst keine Firma heute anders führen. Du kannst keine Firma heute anders führen. Ich bin famous dafür. Werbeblock. Praktikum bei der Deutschen Börse. Bei mir bewerben. Wer genommen wird, da gibt es drei Klassen. Die oberste Klasse, die Besten, kommen zu mir. Die Besten kriegen von mir eine Sonderaufgabe. Die besten Praktikanten präsentieren von mir. Und das ist eine interessante Session. Das wird eine interessante Session. Also wir sind da ganz anders. Bei uns zählen Hierarchien, die zählen relativ wenig. Aber die Leute wissen, ich habe insgesamt globally, wir haben 30 Milliarden Market Cap. Also deutlich mehr als die Deutsche Bank. Wir sind viermal so viel wert wie die Lufthansa und so. Also ja, ich führe diese Company globally mit 40 MDs. Just 40. 40 MDs. Wenn ich das immer höre von flachen Hierarchien, dann wird drüber gequatscht, ja, du musst das machen. Du musst das einfach machen. Okay. Ja. Jetzt haben Sie schon über die deutsche Börse gesprochen. Wie kam sozusagen, ich meine,
Sie waren bei einem sehr guten Unternehmen, bei der Hypovereinsbank, haben das Unternehmen geleitet, haben die Bank geleitet. Wie kam dann sozusagen der Schritt zur deutschen Börse? Auch wieder so eine Geschichte, wo ich fast einen großen Fehler gemacht hätte. Ich war bei der Hypovereinsbank, war im Global Executive Committee und war einer der Big Wings, wie das halt so ist bei einer großen Bank. Und dann rief Herr Dr. Faber, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Börse an, bei meiner Assistentin. Der war aber gleichzeitig auch damals einer der Senior Guys in der ESMT in Berlin. Und der Faber, der hat mich immer angepumpt, so wie die ganzen Professoren und so. Ich will Geld. Ich brauche Geld. Ja? Und dann dachte ich, jetzt ruft er mich da an, dachte ich, oh Gott, jetzt will der Faber schon wieder Geld. Ja? So wie, by the way, wir haben früher TUM auch mit Stiftungslehrstuhl bezahlt und so weiter. Naja, anyways, und da habe ich zu meiner Assistentin gesagt, du tu mir Gefallen, drück den nach hinten, der will nur Geld. Ich kann dem nicht, ich habe es ihm dreimal schon gesagt. Dann hat er wieder angerufen und dann hat er zu meiner Assistentin gesagt, ach, richten Sie doch bitte Herrn Weimer aus, er könnte auch morgens um 7. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, der will was anderes. Und mein Vorgänger Carsten Kengeter, auch ex-Goldman übrigens, hatte den Deal mit London Stock Exchange angeteasert und ist ja schiefgegangen, wurde darüber gekillt. Und dann hatte der jemand gebraucht, so wurde ich dann quasi berufen. Dann ist das ja heute so, wenn du externer bist, wirst berufen für einen DAX-Vorstand, dann musst du durchs Nomination Committee laufen. Also es kommt ein Headhunter, der Headhunter sagt, sie gehen ins Verfahren. Dann läufst du ja gegen mindestens ein bis zwei Frauen, das ist ja sowieso klar, das war auch damals so. Du läufst gegen mindestens einen internen Kandidaten, weil die Corporate Governance ja sagt, dass du gegen die an, dass du nicht einfach genommen werden darfst. Und dann ist das Risiko, wenn du irgendwo CEO bist, dann bin ich zu meinem Aufsichtsratsvorsitzenden in die Hypovereinsbank gegangen und habe gesagt, pass auf, das war Jean-Pierre Mestier, Javert, the truth is, ich muss jetzt, glaube ich, in Deutsch bleiben, ne? Die Wahrheit ist, ich würde das gerne machen, ich gehe in das Verfahren. Aber damit ist das Risiko unglaublich groß, weil du gehst in das Verfahren, wenn du es nicht wirst, dann weiß jeder, dass du durchgefallen bist in deinem existierenden Unternehmen. Ja, und das größte Problem bei der Besetzung von CEO-Positionen sind die sogenannten Hasenrennen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich längst entschieden, jemanden von ihnen zu nehmen, sagt das natürlich niemandem. Sagt dann aber, ich muss wegen Corporate Governance auch noch außen gucken. Und am Schluss sagt er, na, ich nehme doch den von innen oder ich nehme doch den von außen. Bei mir war es umgedreht, der interne Kandidat ist es nicht geworden, sondern ich bin es geworden. Ja. Und, aber das ist immer auch, damit Sie das mal hören, liebe Studierende, das ist immer ein Problem. Und deshalb, da ist ein echtes systematisches Problem in der Auswahl von CEOs. Top-CEOs, wenn sie angesprochen werden, ja, sind sehr, sehr vorsichtig, um rauszufinden, is it real or am I just a rabbit? Okay. Was macht die Deutsche Börse? Die Deutsche Börse ist ein Technologieunternehmen und kein Finanzunternehmen. Die Deutsche Börse hat im Grunde eine technologische Position. Wir nehmen kein Risiko außer einem operationalen Risiko. Wir nehmen, also wir traden nicht, sondern andere traden über uns. An einem guten Tag machen wir 200 Millionen Transaktionen, verdienen 3 Cent bis 30 Cent pro Transaktion. An einem sehr guten Tag 600 Millionen. Das heißt also, ich habe eine stark skalierbare IT und der IT ist es völlig egal, ob sie 200 Millionen Transactions macht oder 600 Millionen pro Tag. Aber mir eben nicht. Und die Grenzkosten sind null. Der Grenzprofit ist 100%. Wir machen eine EBITDA-Marge von 58%. Ich habe ein Recurring Revenue. Das ist übrigens der wichtigste KPI der Jetztzeit. Ist nicht mehr EBITDA, EBIT oder you name it what. Der wichtigste ist Recurring Revenue. Das ist der Anteil der wiederkehrenden Umsätze auf die Gesamtumsätze. Da liegt bei 60%. Das heißt, wenn ich am 2. Januar die Deutsche Börse aufmache, ja, dann bin ich morgens um 7.30 Uhr, um 7.31 Uhr bin ich profitabel. Fürs ganze Jahr.
Also nur, dass das mal klar ist, ja, was das für eine Maschine ist. Ich mache einen Gewinn von 250.000 Euro pro Kopf, Mitarbeiter. Ist doppelt so viel JP Morgan pro Kopf. Doppelt so viel. Ja. Wahnsinn. Also nur, dass man mal sieht. Ja, und das Drama ist, unser eigentliches Drama ist, dass 85% unserer Investoren sind Amerikaner und Engländer und Asiaten. Die Deutschen verstehen es nicht, was wir tun, weil wir kompliziert sind. Ja, also wir haben fast keine deutschen Shareholders. Ja. Und das zweite Drama ist, dass ihr, dass sie uns auch nicht kennen. Ihr lauft lieber alle zu Porsche, ja, und als zu uns. Und die wichtigste Erkenntnis meines Lebens in Richtung eigener Entwicklung ist, geht übrigens zurück, Sie haben mal veröffentlicht im Strategic Management Journal, right? Ja. Ich habe 1986 einen Artikel gelesen im Strategic Management Journal von Norton. Der hat damals britische Firmen untersucht. Und die haben herausgefunden, es gibt drei Typen von Firmen. Es gibt die Gogos, die Jojos und die Dodos. Die Gogos sind Industries and Companies in Growth. Jojos sind Industries in Turbulence. Jojo. Dodos sind Industries in Decline. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich Ihnen heute mitgebe, alles andere von mir können Sie vergessen. Die wichtigste Erkenntnis ist, erstens, es ist wichtiger, in einem Gogo-Unternehmen zu arbeiten, wenn du eine Gogo-Fähigkeiten hast. Also wenn du Growth-Typ bist, wenn du Wachstumstyp bist, wenn du kreativ bist, wenn du wachsen willst, wenn du verkaufen kannst, dann musst du in ein Gogo-Unternehmen. Zweitens, wenn du eher der Typ bist, der vorsichtig ist, der risikoavers ist und dergleichen, dann bist du in einem Dodo-Unternehmen, selbst in der Industry in Decline, sehr gut aufgehoben. Ja? Controlling ist im Dodo-Unternehmen viel wichtiger als bei mir. Ja? Also ich, die KPIs bei mir, ich will 10% wachsen pro Jahr. Ja, ist mir völlig, also ob es jetzt 10,3 oder 10,2 sind, ist nicht so der ganz große Unterschied. Und diejenigen, die Troubleshooter sind, die mit Problemen gut umgehen können, die sich schnell und agil entwickeln können, ja, aber nicht so die Wachstumstypen, die Verkäufertypen sind, die sind bei Jojo-Unternehmen gut angesehen. Und wenn du rausfindest, was du für ein Typ bist, dann solltest du in diese Unternehmen gehen. Das ist das Erste, was du mitnehmen musst. Und das Zweite ist, ja, ich bin ins Consulting gegangen, da war Consulting, dachte ich, am Beginn der Food Chain, der Nahrungsmittelkette. Als ich bei Consulting bei McKinsey war, dachte ich, oh shit, ja, irgendwie Investment Banking ist ahead of the Food Chain. Als ich Investment Banking war bei Goldman, hatte ich gedacht, oh shit, Private Equity ist ahead of the Food Chain. Und inzwischen sage ich Ihnen, gibt es Leute, die sagen, Startup ist ahead of the Food Chain, was natürlich dummes Zeugs ist, ja, ehrlich gesagt. Aber dennoch, rauszufinden, wo ist die Food Chain? Wenn du in einem hochprofitablen, stark wachsenden Unternehmen arbeitest und bist durchschnittlich gut, ist deine Karriere zweifach wahrscheinlich erfolgreicher, als wenn du sehr gut bist in einem etablierten Unternehmen. Merkt euch das. Okay. Sie haben über das Trading gesprochen. Es gibt noch andere Geschäftsfelder, sozusagen Pre-, Post. Also wie verdient zum Beispiel die deutsche Börse Geld mit Indizes? Also wir berechnen jede Sekunde 12.000 Indizes. Und wir bauen ein Data-Geschäft auf, Data Analytics. Als ich ankam, hatten wir vor 5,5 Jahren 4% unseres Umsatzes aus Data Analytics. Jetzt haben wir 15 und jetzt habe ich vor ein paar Wochen announced, dass wir eine Softwarefirma kaufen in Kopenhagen und wir werden 25% haben Ende des Jahres in Data Analytics vom Umsatz. Warum ist das so? Wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten hier irgendwo bei einem Zulieferer, bei der ZF Friedrichshafen oder wie auch immer, dann schrauben Sie Faktorkosten und Faktoren zusammen und produzieren immer einen Output und der Output wird immer verkauft. Sie brauchen immer wieder neue Faktoren, die Sie zusammenbauen. Und das Geschäft ist limitiert. Und wenn Sie bei SAP arbeiten, haben Sie verstanden, Lizenzen sind besser. Ja? Du programmierst einmal ein Programm und dann hast du das einmal programmiert, dann verkaufst du die Lizenz jedes Jahr, ist ein Recurring Revenue. Und das neue Modell ist SaaS, Software as a Service. Da machst du genau das Gleiche, drückst das Ding aber in die Cloud, sodass du nicht on-prem noch diese Kosten hast.
Und wir sind SaaS, ja. Ich bin sehr cloud-orientiert. Und deshalb ist das das neue Modell. Ja, und Data and Analytics ist die Zukunft. Ich war einer der Ersten, der von Daten als Rohstoffen, als Rohdiamanten gesprochen hat. Ja, ihr braucht ja nur angucken, günstige Grenzwerte. Der Handelsblatt von gestern ist Pflichtlektüre für jeden. 80 Seiten KI. Das, was drin steht, ist völlig irrelevant. Ist auch irgendwie nicht alles gut. Aber allein die Tatsache, dass über KI geredet wird, ja, das sind halt die Themen. Wer heute eine KI-Firma anfängt, ja, ist egal wie es läuft, wer bei Nvidia anfängt zu arbeiten, es ist, selbst wenn du durchschnittlich gut bist, ja, das sind die Nächsten, die erfolgreich sein werden. Ja, und dadurch, dass die erfolgreich sind, zahlen sie gut, brauchen immer wieder Leute mit breiter Ausbildung, da wirst du nach oben gespült. Genauso wie bei Google. Ich habe jetzt Satya Nadella, Microsoft hatte ich übrigens für die brillantesten Manager globally. Ja, von Microsoft. Ja. Und wenn du bei so einer Firma bist, bei Microsoft bist, ja, und wenn du einfach durchschnittlich intelligent bist, überdurchschnittlich energetisch, du fällst nach oben. Du fällst einfach nach oben. Okay. Ist einfach gut. Ist einfach besser als irgendwie in good old Germany da zwei und zwei zusammenzuzählen. Ist halt so. Ja. Können wir das auch als Aktienkauftipps jetzt gerade interpretieren, also KI-Unternehmen oder wie? Also erstmal ist ja völlig klar, da sieht man schon, dass die Professoren risikoavers sind. Er ist richtig, wo er ist. Er hat nur einige wenige Aktien von uns gekauft. Wenn er wirklich was drauf hätte, hätte er viele Aktien von uns gekauft. Nicht da, also Scherz beiseite. Ich darf offiziell keine, es ist verboten, ich darf keine Aktientipps geben. Und ich bin der größte Promoter bei Christian Lindner, beim Olaf Scholz für die Aktienrente. Aber du musst beginnen, wenn die Kinder ja irgendwie ein Jahr alt sind. Du kannst das nicht anfangen, wenn die Leute 50 sind. Das macht einfach keinen Sinn. Und wir müssen 300 Milliarden reinstecken und nicht 10, ja, damit das geht. Aber da halte ich Vorträge drüber. Ich kann mich selbst nicht mal reden hören dazu. Wird mal was anderes kommen. Okay. Ja, gut, aber wahrscheinlich gibt es dazu auch Fragen, weil es ja ein sehr relevantes Thema ist. Und ich glaube, Deutschland ist in Sachen Aktienaffinität, wenn man so möchte, dann doch so ein bisschen weniger affin als andere anglosächsische Länder. Können wir wahrscheinlich dann nochmal drüber sprechen. Vielleicht so ein bisschen ein etwas anderes Thema, das Leben eines CEOs. Na, wie sieht der Alltag eines CEOs der deutschen Börse aus? Wann geht's los? Wann stehen Sie auf? Das ist natürlich ein bisschen privat, aber was machen Sie als erstes? Aktienkurse sich anschauen, Nachrichten lesen, Sport, mit der Familie Zeit verbringen und so weiter. Und wann hören Sie auf mit der Arbeit? Ja, also ich bin eine Maschine, und ich hoffe, dass die Maschine noch lange läuft. Und ich habe einen denkwürdigen Vortrag gehört von Reinhold Messner, als ich noch so alt war wie Sie. Und dann später habe ich auch mit einem, der wenig intellektuell ist, mit Boris Becker mal darüber gesprochen. Und da ging es um das Thema Rituale. Ich bin ein großer Freund von Ritualen, weil Rituale ersetzen Nachdenken von überflüssigen Dingen. Das heißt, der Weimer ist 6 Uhr, steht er auf, wie eine Maschine. Ja? Und so. Und dann lese ich als erstes eine Zeitung, ich sage jetzt nicht welche, dann kriegst du gleich wieder Ärger. Dann lese ich als erstes eine Zeitung beim Frühstück. Ja? Dann bin ich um 7 on the road. Wenn ich pflege, ist das so, das ist anders. So, dann bin ich hart on the road und dann bin ich 20 nach 7 im Büro latest. Ja? Und dann muss ich mich manchmal schon zurückhalten, dass ich nicht früher losgehe. Ich bin einfach ein ziemlicher Morgenmensch. Dann versuche ich mein Leben, und der Vorteil des CEOs ist, du kannst deine Termine strukturieren. Das heißt, ich hasse Showfixes, ich hasse, wenn also Leute mir Termine machen, ja? Sondern ich versuche 40% des Tages proaktiv meinen Kalender zu dominieren. Ja, das ist für die Assistentin eine Katastrophe, ja, und auch für alle Menschen, weil sie alle natürlich einen Termin beim CEO haben wollen und dieses Zeugs. Und ich bin sehr stark, ich bin E-Mail-Junkie, ich bin sehr stark am Telefon, ja, und versuche die Anzahl der Meetings, dann, da gibt es halt 15 Minuten Meetings, geht es durch. Ich gehe in kein Meeting, ohne dass ich von demjenigen, der ein Meeting mir hört, dass ich vorher mir was geben lasse. Es gibt kein Meeting, wo ich das nicht gelesen habe, ganz selten.
ich habe das gelesen und dann fange ich direkt an zu fragen. Also man trägt mir nicht vor, das und das und so, ja, das will ich alles nicht haben. Ich fange direkt an zu diskutieren. Und erst nach jedem Meeting, ich habe im Meeting, habe ich ein iPad dabei, dann mache ich mir im Meeting Notizen und nach dem Meeting habe ich 10 Minuten Zeit für mich eingeplant und dann mache ich die Summary und das geht in mein quasi Meeting-System rein. Und weil das Gedächtnis, bei Ihnen ist das sicherlich noch toll, aber irgendwann wird das Gedächtnis wie ein Goldfisch. Also die Wahrheit ist, wir alle überschätzen unser Gedächtnis. Und wenn du so viele Termine hast wie ich pro Tag, du musst einfach aufpassen, was hast du gesagt, was hast du versprochen, was hast du zugesagt. Und das ist, wie das läuft, dann arbeite ich bis abends. Ich bin in der Regel so 7:30, 8 zu Hause. Dann mache ich abends Sport. Ich mache gern Spinning, ja, mit meinem Rad. Und aber das gelingt mir während der Woche nur, wenn ich zu Hause bin. Ansonsten mache ich sehr viel Sport am Wochenende und bin da allerdings jetzt hart auf E-Bike umgestiegen. Aber das macht mir viel Spaß, weil ich das mit meiner Frau mache. Und was zu kurz kommt, ist der Flügel, eindeutig zum Flügel. Ja, ich bin unruhig, und bei mir ist so, wenn ich um 9:45 müde bin abends, dann ist auch, wenn ich müde bin, lege ich mich hin. Da wird nicht gewartet, weil man wartet bis um 11, dann werde ich antiritualmäßig, da lege ich mich hin. Ja, knallhart. Und Samstagnachmittags, ja, nachdem ich Sport gemacht habe, ausgepowert bin, Samstagnachmittags, dann liebe ich eine Stunde Schlaf. Ja. Und ansonsten ist alles ganz normal. Ja. Also ich versuche so viel wie möglich selbst zu fahren. Ich habe ja natürlich einen Fahrer und so, aber ich fahre morgens allein zum Büro, fahre abends allein weg. Aber immer wenn ich in der Halle unterwegs bin, da geht die gleiche Logik. Wenn ich in den USA bin, stehe ich morgens um 3 Uhr auf oder um 3.15 Uhr. Und weil ich dann im Flow bin, ja, wegen der Zeitumstellung, und aber so läuft das. Und das ist eigentlich ganz normal, da ist nichts speziell dabei. Und jeder Vorstand kann mich jederzeit anrufen. Vorstände müssen nicht um Termine bitten. Das ist ganz klar. Mein Head of Staff, ja, der lange mit mir bei Goldman gearbeitet hat, der ist wie meine Ehefrau, also der ruft an, egal wie, und sagt, das und das steht an und die da. Also so ist das. Ja, und zu Hause habe ich nichts zu sagen. Ich habe 2 erwachsene Töchter, ja, und so. Aber so läuft das. Und ich habe also 2 Frauen, also 2 Töchter, eine Frau, ich bin jetzt Empty Nester und noch einen weiblichen Hund, also zu Hause habe ich echt nichts zu sagen. Das ist auch gut so. Ja. Gut, alles andere ist ganz normal, wie bei euch auch. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, vielleicht 3 kurze Fragen. Erstens, die deutsche Börse gehört zu den Top 2 Perzentilen in Sachen ESG. Je nach sozusagen ja. Indiz, das ist wahrscheinlich eine längere Frage, aber wenn Sie es sozusagen kurz beantworten gehen, wie kommt das? Haben Sie da Tipps auch für andere Unternehmen? 2. Frage ist, ich glaube, wir haben sogar 2 Mitarbeiterinnen der deutschen Börse hier. Eine Sophie, wo sitzen die? Oder? Hier, ach, du bist das. Das sind die. I didn't know. Ich habe zwar irgendwie die Fotos gesehen, aber nicht erkannt. Aber das war reiner Zufall eben. Gut. Genau, vom sozusagen HR-Personal. Sie haben ja schon erwähnt, sozusagen die Vorzüge bei der deutschen Börse zu arbeiten. Nach was für Personen suchen Sie? Warum sollte man sozusagen bei Ihnen arbeiten? 3. kurze Frage ist, es interessiert mich, also wie alle anderen auch, sehr persönlich im Sinne von, wenn ein Unternehmen ins DAX aufgenommen wird, zum Beispiel die Commerzbank, rufen Sie dann bei Manfred Knof vorher persönlich an und sagen Ihnen gratuliere oder passiert es semi-automatisiert? Und wenn Sie anrufen, kann man als Bedingung die Teilnahme des CEOs in dieser Veranstaltungsreihe vielleicht auch noch hinzubringen? Also, fange ich mit der letzten Frage an. Da wird überhaupt nicht angerufen. Das läuft sehr professionell, automatisch ab, wird berechnet. Ich bin der CEO der Deutschen Börsegruppe. Ich darf auf die Stocks und DAX Company gar keinen Einfluss nehmen. Das ist verboten. Bei mir rufen alle an und sagen, ich möchte in DAX und ich möchte nicht rausgeschmissen werden und so weiter. Das sage ich immer, mein lieber guter Freund, das ist ja nicht, dass du das versuchst. Aber geht nicht. Also insofern ganz klare Antwort. Zweite Antwort, wenn Sie sagen, der Weimar war bei Ihnen, dann kommt der Manfred Knof auch. Ja? Also zum Thema, welche Leute suchen wir? Die Wahrheit ist,
Wir sind extrem divers, weil wir diejenigen, die wir wollen, nicht kriegen oft. Weil die Top-Abgänger, die Top-Studenten, die Top-Doktoranden, die gehen oft irgendwie in die Beratung, die gehen oft irgendwie zu Google, die gehen oft zu Meta, wo auch immer hin. Die Top of the Pop, die wir gerne hätten, da habe ich den Brand nicht für. Ja, es ist ein Riesenthema, wir bespielen die Brand Deutsche Börse nicht, sondern wir haben Clearstream, Eurex, wir haben sonstige, ja. Und wir sind oft, wenn ich in den USA, wir haben in den USA noch ein Anwesen und mein Nachbar, der weiß, dass ich im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitze, finde er ganz toll. Deutsche Börse, hat er keine Ahnung. Ja, das wissen die einfach nicht. Also muss man einfach sehen, da gibt es ein Branding-Nachteil. Wir suchen Leute und wir haben unglaublich viele mit Background, was weiß ich, von Soziologin, Pädagogin, Theologin, ja, und so weiter. Wir haben also ein buntes Gemisch von Leuten. Und man muss unterscheiden, wir haben, wenn du es mal hart siehst, wir haben 11.000 Leute, da musst du 3.000 rausnehmen, die sitzen in Manila und in Mumbai. Die werden eingestellt, weil sie ESGs berechnen, das sind einfach IT, Data Analysts. Ja? Die haben eine ganz andere Recruiting-Sphäre. So, dann haben wir letztlich 7.500 sind wirklich da und die sind verstreut. 2.500 irgendwo in Eschborn. Ja, da ist das Durchschnittsalter 42. Dann haben wir Luxemburg, da haben wir 1.000 Leute, ist das Durchschnittsalter ähnlich. Dann haben wir 1.000 Leute in Prag, die sind alle sehr Operations- und IT-affin. 5 über 50 Jahre alt, Average Age ist irgendwie 32. Dann haben wir Cork, 600 Leute in Irland, die haben wir genommen. Cork haben wir nur, weil wir eine Kooperation mit der Uni haben und wir kriegen quasi die Mehrheit der Graduierten kommen zu uns reingelaufen und wollen bei uns arbeiten. Jetzt war ich im ganzen Aufsichtsrat 2 Tage letzte Woche in Cork gewesen. Wir haben das schönste Büro weltweit in Cork. Wunderbar, am Wasser gelegen, also vom Feinsten, also das, was ihr hier habt, plus. Ja. Und dann haben wir natürlich Chicago bis Singapur und Hongkong, irgendwie das Übliche, was man halt so global hat, bis Australien. Und wir suchen Leute, die eigentlich entweder IT-Spezialisten sind, ja, ich würde gerne Data Analysts nehmen, ja, aber ich zahle inzwischen Stanford PhD 500.000 Euro im Jahr, Anfangsgehalt. Ja, also nur so wissen, worüber wir reden. Data Analyst kriegst du in Deutschland überhaupt keine mehr, du findest keine, Data Engineers gar nicht, das ganze IT-Data-Geschäft wird aus USA gesteuert. Habe ich alles nach USA gegeben, habe ich damals der Merkel gesagt. Und Herr Weimar, das könntest du doch nicht machen. Ich habe gesagt, ja, wenn Sie das so weitermachen, wie wir das hier tun, dann ist es halt so. Ja, das ist schon irgendwie ziemlich schlimm. Wir haben ganz andere, also wir haben in IT im Moment die Situation, wir haben Nearshoring gemacht nach Prag, nach Cork. Jetzt überlegen wir Farshoring. Ja, sollen wir Indien machen, sollen wir nicht. Indien hast du das Problem, wenn du einen Mann, Menschen oder eine Frau brauchst, musst du 2 einstellen, weil die halt einfach nicht mehr kommen. Ja. Ist ja halt das Problem. Und du brauchst Minimum, wir schätzen 300 Leute, musst du Minimum haben in der Location, weil sonst bist du unter kritischer Masse. Wenn die plötzlich nicht mehr kommen, dann stehst du leider da und deine Operations bricht ja zusammen. Und jetzt haben wir Remote Shoring, ist das Neueste. Wir kriegen unheimlich viele Bewerbungen aus Sizilien, aus Kroatien, aus Portugal, ganz stark. Die rufen bei uns an, die schicken uns Bewerbungen, sagen, we want to work for you. Ja, natürlich mit dem Wage Level von Eschborn, aber wir wollen an der Algarve weiterarbeiten. Ja, wir haben wie jede Company im Moment die Diskussion, dürfen Mitarbeiter auch 20 Tage oder mehr im Ausland arbeiten, also wir haben ja 3-2, also 3 Tage vor Ort, 2 Tage zu Hause. Und je nach Bereich kann das auch deutlich mehr zu Hause sein. Aber wir haben jetzt das große Thema, wie viele Tage dürfen Deutsche im Ausland arbeiten? Das ist ein extrem großes Problem, dass du einen Steuernachteil hast, wenn du im Ausland arbeitest, wo wir keine Location haben. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nach Nigeria,
und arbeite 20 Tage in Nigeria, weil dort haben wir keine Location, dann ist es steuerlich nicht mehr möglich. Wenn du aber nach Singapur gehen würdest, das würde wieder gehen. Also es ist, der ganze Staat ist überfordert mit dem Thema, da gibt es sehr viele Details. Also wir suchen in Eschborn, wir suchen natürlich die Top of the Pop, das sind die Leute, die Richtung Business gehen, die P&L haben wollen, M&A-Strategie. Ich suche im Moment Top-Strategie-Leute, also das McKinsey-Niveau. Also da wird auch eine gute gemacht wie McKinsey, da kommt keiner rein, ohne dass ich die oder den gesehen habe. Bewerben. Da sind wir absolut competitive zu McKinsey in jeder Dimension. Wir suchen Leute in M&A, in Venture. Wir haben 400 Millionen Venture investiert, davon 300 rausgegeben. Ja, und die nächsten 100 stehen jetzt an. Das machen wir. Wir geben alle 2 Jahre 200 Millionen in Venture aus. Also das ist wie, aber unser Problem ist, die Leute kennen uns nicht, ne, ehrlich gesagt. Und da tun wir uns schwer, die Leute zu kriegen. Wir haben natürlich das normale Business-Partner-System, ja, das HR versucht, die Leute reinzukriegen. Und die Wahrheit ist, dass wir extrem viel rekrutieren über LinkedIn und dergleichen, dass Leute irgendwie auf uns aufmerksam werden. 40% der Leute, die wir einstellen, sind Werkstudenten oder Praktikantin oder Praktikant gewesen. Das ist eigentlich die most important source. Aber da ist ja das Problem, wie kriegen wir die Praktikanten? Das verlagert sich ja nur nach vorne. Ja? Und da kriege ich ja schon den heiligen Zorn, wenn im Grunde musst du die Praktikanten behandeln wie rohe Diamanten, ne? Sage ich immer. Weil wenn ein Praktikant begeistert ist, dann hast du einen Multiplikator von 30. Ja? Und manchmal geht es halt schief. Es ist halt wie im richtigen Leben. Ja? Ja, ansonsten müsst ihr die Ladies fragen, die beiden, die wissen es besser als ich. Ja. Die machen eine hervorragende Arbeit übrigens. Also wir kooperieren ja in gewisser Weise und also das Branding, das wird ordentlich aufgebaut. Gut, das ist gut daher. So. Gut, well done. Dazu gibt es wahrscheinlich dann auch von den Studierenden Fragen. Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage, bevor wir übergehen in die Fragerunde. Wenn Sie eines Tages zurückblicken auf Ihr Wirken, auf Ihr Tun, welche Legacy, welches Vermächtnis möchten Sie gerne hinterlassen? Also das ist ganz klar für, ich spreche jetzt nur für die deutsche Börse, die Legacy, die ich hinterlassen möchte, und da liegt mir extrem viel daran, dass es mal heißt, this was a really good CEO. Ja, der hat das strategisch richtig aufgestellt, der hatte eine hohe Reputation, intern und extern, und der hatte die Company so aufgestellt, he didn't squeeze the lemon, sondern hat die Company aufgestellt für die Zukunft. Also das wäre eigentlich der Wunsch und die Legacy, die ich gerne hätte. Und touch wood, dass mir das hoffentlich gelingt. Ja, dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und sind sehr zuversichtlich. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke. Okay, wir eröffnen die Fragerunde. Bitte sagt euren Namen und stellt eure Frage. Hallo. Felix Sappel here from TU München. In your opinion, what measures or incentives could be implemented to encourage more companies to go public through IPOs and increase the number of companies listed on the stock exchange? Excellent Frage. I was told I should switch in German, right? Also Punkt Nummer eins ist, die Anzahl der gelisteten Firmen sinkt weltweit, mit einer Ausnahme, nämlich China. In China steigen die Anzahl der gelisteten Firmen, die Anzahl der IPOs in China ist groß. Überall auf der Welt sinkt die Anzahl der gelisteten Firmen. Wir hatten 750 gelistete Firmen in Deutschland. Inzwischen haben wir noch 430. Ja, und da ist SDAX, MDAX, ja, und so weiter. Und DAX. Es ist ein Thema, das ist ein Strukturproblem. Und das hat was damit zu tun, dass Private Equity und andere Quellen wie Family Office und dergleichen mehr und Venture versorgen, haben immer mehr Geld. Und wir haben früher im Durchschnitt 2 bis 4 Jahre gebraucht, um Firmen an die Börse zu bringen. Heute sind es 10 bis 12 Jahre, weil die Firmen besser gefundet sind. Sie kriegen einfacher Geld, das Geld reicht länger. Ist ja auch viel smarter, länger nicht an die Börse zu gehen und dann zu sagen, ich bin Unicorn und dann in die Börse zu gehen und dann independently rich zu werden. Ja? Und darum gibt es einen echten Competitor am Markt und das ist Public Equity und Family Offices und Venture. Ja? Die eigentlich das, was früher
Public Equity gegeben hat, nämlich Wachstumskapital, die das gleiche Wachstumskapital vergeben. Dazu ist es so, wer Public Equity will, der muss reguliert sein, der muss Teile seiner Mitspracherechte abgeben. Ja, ist ganz klar, wenn du 30% an die Börse bringst, hast du 30% externe Shareholder. Und die wollen mitreden, die wollen eine Dividende, dann hast du Riesenthemen, da kriegst du, ist es gar nicht mehr so einfach, die besten Manager zu kriegen, weil heute, wenn ich heute nochmal 30 Jahre jünger wäre, würde ich eher CEO werden in einer großen Private Company als in einer CEO von einem DAX. Ja, also muss man einfach mal hart so sagen, wenn ich heute beim CVC oder KKR arbeiten würde, würde ich x-mal so viel verdienen, weil ich einen Anteil kriege. Ich würde auf der anderen Seite auch nicht jedes Quartal berichten müssen. Das heißt also, Public Equity Companies haben auch schon Nachteile. Außerdem musst du deinen Namen ständig lesen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für die Familie bedeutet, wenn dein Name in der Presse steht, wenn da steht, was du verdienst, wenn da steht, was du Böses gemacht hast, ja, was du den Kindern antust, ja, die dann irgendwie, meine Kinder waren ja auch irgendwie, als ich CEO wurde, 10 und so, ja, das ist schon dramatisch. Also drum, es gibt sehr viele leider Nachteile für Public Equity Firmen, muss man einfach sehen. Was kann man tun? Ja, ich glaube, wir haben jetzt das Zukunftsfinanzierungsgesetz, was ich ja sehr stark gepusht habe, was jetzt durch den Deutschen Bundestag geht, wo man das Thema Listing-Voraussetzung verändert. Wir müssen das Thema Dual-Listing und so weiter angehen. Wir müssen alle möglichen Themen auf der juristischen Seite angehen. Es ist ja einfach abstrus, dieses Theater um die Hauptversammlung. Ja, ich habe in meinem Leben, jedes Jahr mache ich eine Hauptversammlung. Diese Hauptversammlung dauert irgendwie einen Tag. Und es gab Zeiten, da musst du aufpassen, dass es nicht 2 Tage geht. Ne? Dann hast du da Aktivisten, dann hast du Leute, die Kuchen werfen, ja, und so weiter. Ja? Und dann ist vorher eine Maschine, ein Haus wochenlang blockiert zur Vorbereitung einer Hauptversammlung. Das Unternehmen, was ich jetzt gerade in Kopenhagen kaufe für 4 Milliarden, SimCorp, eines der besten Firmen der Welt, ja, haben wir wirklich mit 40% Prämie gekauft. Diese Firma, muss man sich mal hart reinziehen, ja, die macht in der Kantine, ja, machen die in einer Stunde ihre Hauptversammlung. In Deutschland ist das ein heiliger Akt. Was haben wir gekämpft wegen Corona, eine virtuelle Hauptversammlung hinzukriegen? Ja, wir werden fast geschlachtet dafür. Ich habe am Montagabend vor 50 Wirtschaftsjournalisten gesagt, Mensch, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf, die virtuelle Hauptversammlung ist doch gut. Damit kannst du auch die internationalen Investoren erreichen. Haben sie mich fast geschlachtet. Ich habe 85% meiner Investoren, wie vorhin gesagt, internationale Investoren. Und ich mache auf Deutsch eine Show, ja, in der Liederhalle in Frankfurt, ja, um irgendwie die Leute zu begeistern. Und dann sitzen die da, sorry to say, ja, sitzen die da wohlgesonnene Rentner und gegenüber, die nur gucken, wann gibt es das Mittagessen, die Würstchen und den Kuchen. Ja, abstrus. Das Aktiengesetz ist zu alt. Das ist einfach zu alt. Wir müssen das Aktiengesetz ändern, um die Einstiege zu erleichtern. Ein Punkt noch, der mir ganz wichtig ist. Das hat gar nichts mit der, also ich bin nicht der Marketing-Papst für Public, Going Public. Ich verdiene an einem IPO von Porsche. Der Porsche IPO hat dreistellige Millionen Beträge Euro gekostet und die Banken haben sich dumm und dämlich verdient, ne? An Olli Blume. So, wir kriegen 500.000 Listing-Fee. 500.000. That's all. That's all. Und das gibt es nur, wenn der Weimar selbst den Vortrag hält. Ne? Sonst gibt es weniger. Also, dass man das mal hart so sagt, wie das ist. Also insofern, das ganze System ist völlig unstrukturiert. Und wenn heute jemand Unternehmer ist und will und hat eine Company, ein mittelständisches Unternehmen, und er sagt sich, ich brauche 30% Kapital, ja, dann ist vollkommen klar, dass er diese 30%, wenn er die an einen Private Equity Sponsor gibt, stimmt mit dem einmal die Strategie ab. Dann ist er weiterhin der große Unternehmer, kann machen, was er will. Der Private Equity Sponsor ist eine Zeit lang dabei und geht dann raus. Und
dann ist der Unternehmer weiterhin Chefin oder Chef im Ring. Wenn du an die Börse gehst, ändert sich das total, weil die Minderheitsaktionäre sagen, wait a second, ja? You need to treat all investors equally. Ja, und deshalb ist das eine richtige Unwucht drin. Und ich könnte Ihnen, wenn es hier eine Tafel ginge, könnte ich Ihnen in 5 Minuten ableiten, dass es ökonomisch viel, viel besser ist, ja, wenn du nur 30% verkaufst, normalerweise an einen Sponsor zu verkaufen. Weil wenn du an einen Private Equity verkaufst, dann kriegst du eine Prämie. Wenn du an die Börse gehst, kriegst du einen Discount. Ist ja auch richtig so, weil wenn jemand 30% seiner Firma verkauft, warum soll man ihm dann eine Prämie bezahlen? Ja, und darum ist auch die Kapitalmarkttheorie ist da eigentlich ganz klar. Wenn du an die Börse gehst, du bleibst in der Minority an der Börse, bist du sowieso benachteiligt. Also musst du über 50% weggehen. Und wenn du über 50% weggibst, kriegst du bei jedem Private Equity eine Kontrollprämie. Du kriegst also, nehmen wir Beispiel SimCorp. SimCorp ist eine gelistete Company in Kopenhagen, eine der größten Companies in Kopenhagen. Die ist gelistet. Jetzt kommt der Weimar an. Die Company war 2,8, 2,9 Milliarden Euro wert. Der Weimar legt auf den Tisch ein Offer über 3,9 Milliarden. Also 40% Prämie. Jetzt gibt es ein Tenderverfahren und jetzt werden die Investoren mir das andienen. Jetzt können sie natürlich sagen, machen wir nicht, verkaufen wir nicht, bleiben wir gelistet. Dann schauen wir mal, was Ende September rauskommt. Ja? Ich würde, wenn ich Investor wäre, bei 40% Prämie, würde ich sagen, take the money and run. Ja, insofern echtes Problem, echtes Strukturproblem. Wir kämpfen darum. Und ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, und jetzt kommen wir zu den jungen Unternehmen, wir kriegen in Deutschland keine Unicorns mehr. Wir kriegen nur noch die Secondary, die Spin-offs. Also wenn der VW irgendwie Porsche an die Börse bringt oder Siemens Healthineers an die Börse bringt, dann kommen sie natürlich zu mir, weil sie sitzen in Deutschland, sie wissen, welche Power wir haben und so weiter, weil sie die Liquidität brauchen. Wenn aber eine Firma wie Celonis an die Börse gehen will, ja, also junge Startups oder Flixbus, ja, die an die Börse wollen, wenn du da solche Themen hast, ja, dann gehen die zu einer Investmentbank. Dann sagt die Investmentbank denen, du pass mal auf, die Bewertungsmultiples in Deutschland, weil der Kapitalmarkt nicht so tief ist, die Bewertungsmultiples sind auf PI gerechnet 5-mal niedriger, auf EBITDA 3-mal niedriger oder whatever, ja, manchmal sind die Werte noch viel größer. Sprich, dann sagst du der jungen Lady, die gerade ein Unicorn hat und das sich dafür ihr Leben aufgegeben hat, etliche Jahre lang, du sagst, wenn du an die deutsche Börse gehst, kriegst du ein paar hundert Millionen weniger. Dann sagt sie, schönen guten Morgen, ich bin einigermaßen ausgeschlafene Unternehmerin, ja, da gehe ich doch lieber in die Nasdaq. Weil die Kapitalmarkttiefe an der Nasdaq, die übrigens, die Nasdaq hat, ist kleiner als wir, auch weniger wert, aber die Nasdaq attrahiert Investoren, die bereit sind, dem gleichen Unternehmen, was in Amerika gelistet ist, mehr zu bezahlen. Wenn ich mit meiner Firma, deutsche Börse, gelistet wäre in USA, wäre meine Firma nicht 30 Milliarden wert, so wahrscheinlich 40. Das ist die Wahrheit. Deutschland, Europa fällt brutal zurück. Brutal zurück. Und darum stelle ich fest, in meinem Umfeld, ja, die jungen Leute, ja, wir haben inzwischen echtes Problem in Deutschland. Die jungen Leute gehen zunehmend in den Mittleren Osten, weil sie wissen, sie zahlen keine Steuer mehr. Sie sind Graduates, sie gehen zu A.T. Kearney, sie gehen zu Berger, sie gehen zu McKinsey, sie gehen zu you name it what. Sie werden Analysten, ja, von einem Asset Manager, sitzen da, zahlen keinen Penny Steuer und nutzen das eher, um ein bisschen durch die Welt zu fliegen. Ne? Das passiert im Moment und das tut uns das Deutschland sehr weh. Ich habe da natürlich mit dem Bundeskanzler, mit dem Christian Lindner sehr intensive Debatten drüber. Das Problem ist erkannt, aber wir kriegen es nicht allein aus Deutschland gelöst. Und wenn du mal denkst, über die Themen, die wir hier reden, mit Ihnen, mit euch, ihr versteht das ja. Aber wenn du dir vorstellst, also ich werde nie vergessen, eines meiner ersten Gespräche, was ich mit Angela Merkel hatte, das war in der Finanzmarktkrise, da hat sie ja Weimar, bei Ihnen traue ich mich zu fragen, ja, aber was ist ein Swap? Ja, und damals waren CDS das Thema und so weiter. Und das war kein Problem von der Kanzlerin.
Ich habe höchsten Respekt vor der damaligen Kanzlerin gehabt. Die war so schnell im Kopf. Hier im Raum sind keine drei Leute, sage ich blind, die smarter sind als Angela Merkel. Bin ich ganz sicher. Ja, ganz sicher. Ja, aber wenn du natürlich das Zeugs nicht verstehst und wirst dann überrollt in so einer Situation. Und mein Problem ist, Deutschland ist eine Engineering Company. Ingenieure sind das Thema. Capital Markets ist, muss das sein? Schäuble, als wir noch die schwarze Null hatten, habe ich dem Wolfgang Schäuble immer gesagt, Herr Schäuble, wir müssen uns verschulden. Wir müssen uns verschulden. Ja, ich habe Modelliane Miller für Anfänger gemacht. Ja. Wir müssen uns verschulden, wenn die Schulden nichts kosten, und müssen das auf einen Escrow-Account legen, damit wir das Geld haben, wenn die Zinsen steigen. Und jetzt sagt der Christian Lindner zu mir, Theodor, warum haben wir uns damals nicht verschuldet? Ja, Christian, tja, geh zum Wolfgang. Okay. My name is Victoria Zarova. My question is about AI. So what measures is Deutsche Börse taking to address potential risks from using AI tools, for example, market manipulation or algorithmic risks and biases? Excellent question. Also erstens, ja, muss man differenzieren zwischen, wo nutzen wir AI für uns selbst als Company? Und wir nutzen Chatbots, AI, ja, wir nutzen in der Compliance AI, wo wir einfach sagen, ja, wenn es immer wieder die gleiche Frage bei der Umstellung gibt, dann macht das halt Albert oder Ferdinand, ja, das ist unser Chatbot, AI-Chatbot. Oder wir nutzen in der Compliance Screening-Systeme, um sicherzustellen, dass kein Fraud feststellt und so weiter, die lernen dazu, alles gut. Das ist das, was wir uns selbst benutzen, und wir versuchen da immer wieder neu zu sein, und wir denken ganz frisch, ja, diese Woche überlegen wir im Senior-Bereich, ob wir nicht ein AI Ethics Board aufsetzen sollen, weil wir den Eindruck haben, wir fangen an, AI immer stärker zu implementieren, und wir müssen uns jetzt klar machen, wollen wir, soll unser Counterpart wissen, dass er mit einer Maschine spricht oder mit einem Menschen? Und es gibt ja sehr klare Hearings in den USA, wo klar ist, eigentlich sollte jemand, der wissen, ob er mit einer Maschine spricht oder mit einem Menschen. Da gibt es jetzt Testimonies, ja, im Senat und dergleichen mehr. Das wird die große Welle. Aber ich sage jetzt mal AI, ChatGPT und alles, ja, wir haben ChatGPT 4 nicht freigeschaltet, weil wir das erst in Vertrag müssen mit Microsoft. Aber meine jungen Leute kommen zu mir gestürmt und sagen, gib mir ChatGPT 4. Ich will meine ganzen E-Mails, die ich schreibe, will ich nicht mehr mit der Hand schreiben. Im Coding, ja, wenn du GitHub machst, du machst GitHub Coach, ja, wenn du mal guckst, was du hast 56% Produktivitätsgewinn, du hast 60-60% schneller. Ja, also das ist ja Wahnsinn, das Coding ist ja heute im Anlernen, ja, und in der Weiterentwicklung können wir dramatisch verbessern, wir benutzen es also auch im Coding. Das tun wir, da bin ich ein starker Verfechter. Mein Aufsichtsvorsitzender war bei IBM, war der größte, war verantwortlich für das größte Geschäft von IBM in den USA. Der Martin Jetter ist übrigens, kommt aus Stuttgart, und ist ein ganz starker Protagonist für AI, für unser eigenes Haus. Die Frage zielte aber mehr darüber, wo benutzt ihr AI, was die Trades angeht. Ne? So, jetzt muss man eines wissen, und das darf nicht falsch rüberkommen. Im Grunde betreibe ich eine gigantische Data Highway. Das ist wie eine Autobahn. Über diese Autobahn fahren am Tag die 200 Millionen Autos drüber. Ja, 200 Millionen Autos fahren da drüber. Und ich tue alles, um nicht überprüfen zu müssen, ob da auch Drogenschmuggler drüber fahren. Ich tue alles, um zu vermeiden, dass man mir vorwirft, oder dass man mich bittet oder regulatorisch requestet, check the trades. Weil 200 bis 600 Millionen Trades am Tag zu screenen mit AI oder sonstigen Tools, it ain't work. Das mag in 20, 30 Jahren mal gehen, vielleicht auch in 10 oder in 5. Aber in dem Moment, wo ich anfange, ja, die Trades, ja, wofür ich die Autobahn zur Verfügung stelle, die individuell zu prüfen, war das jetzt Cum-Ex? War das eine
Mafia-Transaktion, wo die über irgendein Derivat irgendwas waschen, ja, in Süditalien. Wenn ich das mache, then my business model is dead. In den Banken ist es so, die Banken haben irgendwann, die wurden verpflichtet, verdonnert, da war ich noch CEO, KYC zu machen und AML. KYC ist Know Your Customer. AML ist Anti-Money Laundering. Der Gesetzgeber hat die Banken verpflichtet, bei jeder Transaktion zu prüfen, ist das gewaschenes Geld oder nicht. Sie werden überprüft bei jeder Transaktion, KYC, kennst du diesen Kunden? Und die Bank steht dafür gerade. Und das war im Grunde eine Katastrophe für die Banken. Das hatte zum Niedergang der Banken beigetragen. Die Banken geben Hunderte von Millionen aus für KYC in AML, weil sie das prüfen müssen. Und das führt dazu, dass wenn Herr Weimer mehr als 10.000 Euro nach USA überweist, dann geht Red Flag an und you name it what und meine Frau wird angerufen und pipapo, wo kommt das Geld her und pipapo. Ja, und deshalb ist, du musst das Business System, das Geschäftssystem, du musst unheimlich aufpassen, dass du nicht reingezogen wirst, dass du das Geschäft machst, du gleichzeitig der Kontrolleur bist. Also eine Verwischung von First Line und Second Line oder Third Line of Defense. Es gibt Geschäfte und da gibt es einen externen Regulator. Bei uns ist das die Handelsüberwachungsstelle, so, also the Trading Surveillance System. Und die sollen mit sehr smarter AI sollen die überprüfen, der Regulator soll überprüfen, ob die Trades sauber sind, nach modernsten Verfahren der Welt. Das ist aber, und das muss ich fanden, das bezahle ich auch, aber es darf nicht in meinen Händen liegen. Es brauchst also von der Principal-Agent-Theorie, du brauchst zwei Prinzipale. Ja? Du brauchst einen, der das Geschäft fährt, und du brauchst einen anderen Prinzipal, der wieder einen Agent hat, der das Geschäft kontrolliert. Das darfst du nie verwischen. Und darum bin ich ein ganz starker Protagonist. Ja, dass alle Systeme müssen zweigeteilt sein. Es braucht ein Control-System. Control-System für eine Börse muss ad definitionem außerhalb der Börse liegen und muss uns kontrollieren und muss die Trades kontrollieren. In dem Moment, wo ich Trades anfange zu kontrollieren, wird der Trade geht nicht mehr zur deutschen Börse, sondern geht zur Chicago Mercantile Exchange, zur Intercontinental Exchange oder zur Singapore Exchange. Dann brauchst du wieder Level Playing Field für alle. Und das wird es nicht geben. Klasse Frage. Mhm. Hallo. Jawohl. Guten Tag, Herr Weimer. Mein Name ist Alice Halavac. Ich studiere Unternehmensführung an der Hochschule Heilbronn hier im Master. Und meine Frage wäre, Sie haben vorhin erwähnt, Sie waren im Aufsichtsrat von der FC Bayern München AG mehrere Jahre. Ich bin großer Fußballfan, das muss ich dazu sagen. Und meine Frage wäre, was haben Führungspersonen wie beispielsweise Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge besser gemacht als andere Führungspersonen, um so lange in so einer hohen Position zu bleiben, sag ich mal, konsistent da auch wirklich drin zu bleiben, über Jahre lang? Jetzt muss ich aufpassen, ich darf ja immer nur über mein eigenes Unternehmen reden, weil sonst geht es gleich viral. Erstens Authentizität, zweitens Track Record. Also Authentizität heißt, du musst dafür stehen, für das stehen, was du bist, und du musst auch bereit sein, mal anzuecken, wenn du ein Typ bist wie der Uli Hoeneß. Und der Uli ist einfach ein Typ, der sagt, was er denkt, und er hat die Guts und er nimmt auch schlechte Presse dafür in Kauf. Und alle Top-Leute, die ich kenne, sind so. Die sind so. Die trauen sich was und die sagen, ja, if you wanna be everybody's darling, you will become quickly everybody's deb. Ja? Also, wenn du zu polished bist, dann wirst du nicht an die Spitze kommen. Und wenn du an der Spitze bist und wenn du einen gewissen Erfolg hast, dann musst du auch vorleben, dass du entsprechend bist. Ja, ich habe in meiner Antrittsrede vor 5,5 Jahren bei der Deutschen Börse gesagt, es gibt 4 Arten von Mitarbeitern, und die wir haben bei der Deutschen Börse. Es gibt die Roten, das sind die Leidenschaftlichen, das sind die, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Es gibt die Blauen, das sind die Rationalen, die McKinsey-Typen, ich bin schlauer als du-Typen, ja, die gibt es hier bestimmt auch. Es gibt die Grünen, ja, die Happy-Go-Lucky-Typen, ich gehe lieber Skifahren und zum Italiener, als jetzt noch eine Stunde dran zu hängen. Und dann gibt es die Gelben, die Introvertierten. Und dann habe ich gesagt, und wir brauchen alle Typen. Ja? Wir brauchen alle Typen. Im Übrigen gibt es wenig rein rassige Typen, sondern Mischformen.
Und dann kam die Frage, genau die Frage von Ihnen, was braucht man, what does it take to become a CEO? Und da habe ich die Frage nicht beantwortet, ich habe gesagt, was glaubt ihr denn? Und hat in jedem Town Hall, also 400, 500 Leute im Saal, in jedem Town Hall, hat in jede Location das richtig beantwortet. Nämlich eine Kombination aus Blau und Rot. Und ich bin zutiefst überzeugt, ja, und ich kann jetzt nicht, Fußball ist, glaube ich, noch mehr Rot als Blau, aber ich glaube, wenn du CEO oder wenn du in die Spitze von einem Unternehmen werden willst, du brauchst rational starke Fähigkeiten, du musst ein guter Denker sein, eine gute Denkerin, du musst konzeptionell gut sein, du musst einigermaßen kommunizieren können, sonst gehst du unter heute, und du musst aber auch leidenschaftlich sein, weil du hast nur oftmals wenige Stunden mit Mitarbeitern, um sie zu begeistern, manchmal nur 30 Minuten. Stellen Sie sich mal vor, was das heute für manche haben Schweißperlen auf der Stirn gehabt im März 2020, Covid, und plötzlich mussten sie sich hinstellen und mussten globally eine Videoconference machen und mussten die Leute begeistern, irgendwie sozusagen online. Ja, wenn du ein Typ dafür bist, dann, wenn du dich darauf verlässt, also natürlich hast du Redenschreiber für irgendwas, aber das Zeugs musst du zur Seite legen. Ja, du musst ja, ihr merkt ja, redet er jetzt real stuff oder redet er geschwollenes Zeugs? Das merkst du doch. Ja, und darum glaube ich, Authentizität, du musst einen Spike haben, und Rummenigge, Hoeneß und andere, ja, auch ein Tim Höttges, ja, oder ein Ola Källenius, das sind einfach Leute, die trauen sich was, die haben einen Spike. Die sagen, hier ist, das mache ich, lasse ich nicht mehr machen, und das musst du auch zum Ausdruck bringen. Ja, und dann brauchst du am Ende des Tages, brauchst du den Emotional Factor, du brauchst nicht nur IQ, du brauchst EQ. Ja, brauchst du auch, weil die Leute, du brauchst ja Followers. Ja, a leader is defined by the number and by the quality of his followers. Ja, das kannst du nicht sagen, ich bin der große Chef und so. Die merken das. Es gibt ja Firmen, da ist einer oben CEO, nobody cares. Und es gibt andere Firmen, da ist einer oben CEO und sagen, wir haben einen tollen CEO. Ja, und da musst du hinkommen. Ja, und das gibt ihm, und im Fußball ist das noch dramatischer. Du kannst noch so ein toller Techniker sein, ja, und auch als Trainer toll sein, spielstrategisch sehr gut sein. Wenn du dich nicht akzeptieren, Spieler, bist du auch verloren. Und das ist ja am Ende des Tages, ja, ist das heute Führungstheorie. Ich habe in St. Gallen ein Semester verbracht und habe bei Charles Luttmann damals gehört, Leadership Theories. Du hast die Great Man Theory, es gab ja früher, man muss groß gewachsen sein und man muss irgendwie starke Stimme haben, dann wirst du erfolgreich und so ein Zeugs. Ja, Adel, wer von Adel ist, wird überdurchschnittlich häufig CEOs und Zeugs, gab es früher. Ja, war ja auch im Dritten Reich und so, war das ja so. Und dann ist man irgendwann ja übergegangen von, ja, zur Contingent Theory, also wo man gesagt hat, Leaders müssen sehr gut situativ sein. Ja, müssen situativ gut sein. Dann hat man irgendwann gesagt, Leaders müssen sehr stark sein, integrativ. Also der Leader ist nicht mehr entscheidend, sondern das Gremium, was er bildet. Ja, also das war dann die Zeit, wo die Soziologen da waren. Und heute haben wir so eine Situation, wo Authentizität eine große Rolle spielt. Leider haben wir auch das Problem, dass heute die Ästhetisierung der CEO eine große Rolle spielt. In Amerika gibt es keinen CEO mehr, männlich oder weiblich, der nicht zum Schönheitschirurgen geht, sage ich immer, ja, weil die einfach gut aussehen müssen. Wenn du in Amerika, ja, 15 Kilo zu viel hast, du bist bei Investorenkonferenz, wird hinten gesagt, ist der Guy good enough, ja, to keep the stamina for the next 5 years. Also lasst uns mal das hier offen sagen, wie das abläuft. Ja, also physikalische, mentale Stärke wird heute meines Erachtens voll überspielt, voll übertrieben. Auch diese, Kusman, wenn irgendwie in manchen Unternehmen in Deutschland was passiert, da steht nicht, das passiert was bei der Deutschen Börse, dann steht Herr Weimer oder Herr Källenius oder Herr Höttges. Also diese auf den CEO zugeschnittene Presse, das ist ja völliger Wahnsinn. Ich meine, was bin ich denn? Ich bin der CEO, ich gebe Strategie, ich mache Kapitalallokation. Aber am Ende des Tages, ich glaube noch nie im Ernst, dass der Erfolg der deutschen Börse auf den CEO zurückzuführen ist. Dummes Zeugs. Ist ein dummes Zeugs. Die Leute, die Second Generation, die Third Generation, die Young Generation, Future Leaders hier, die jungen Leute, die zu mir kommen und sagen, was ist mit dieser blöden Blockchain, wieso bewegen wir unseren Hintern nicht? Die treiben doch die Zukunft. Und ich muss doch nur das Kapital geben.
Das ist so der Punkt. Ja, und deshalb, also ich bin aufgewachsen, ja, die wahren Diamanten in einem Unternehmen sitzen nicht im Vorstand. Ja, die sitzen drunter. Die nächsten, übernächsten Vorstände sind, das sind die starken Leute. Natürlich mit einer Ausnahme. Das ist sie, wollte ich nur sagen. Okay. Ja, vielen Dank für die hilfreichen, wertvollen Tipps und ermutigenden Worte und vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Danke sehr. Danke sehr.